Dieser leichte, zitronige Kichererbsen-Quinoa-Salat strotzt nur so vor Aromen des Nahen Ostens und vertrau uns, wenn wir sagen, dass du ihn auch den ganzen Winter über lang essen willst. Gesund, vegan und super würzig, dieser Salat macht satt. Gib zuerst deinen Quinoa, Wasser und eine Prise Salz in einen mittelgroßen Topf. Lasse ihn aufkochen, decke ihn zu, lasse ihn auf niedriger Stufe 12 bis 15 Minuten köcheln, bis das gesamte Wasser weg ist. Aufdecken, auflockern, leicht abkühlen lassen. Mache dein Dressing, indem du Zitronen, Olivenöl, zwei Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer in einer Schüssel mischst. Du möchtest noch mehr Rezepte haben? Gib uns einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. So können wir auch weiterhin tolle Rezepte für dich erstellen. Bereite das gesamte Gemüse vor. Wenn dein Darm empfindlich auf Zwiebeln reagiert, würfel sie und leg sie in kaltes Salzwasser ein, während du den Rest hackst. Wenn du wissen möchtest, wie du deine ganz eigenen fermentierten Lebensmittel herstellen kannst, schau doch einmal in unserem Gratiskurs 5 Fermente in 5 Tagen vorbei. Hier zeigen wir dir in 5 Tagen 5 Rezepte für dein ganz eigenes fermentiertes Gemüse und stehen dir bei Fragen zur Seite. Kichererbsen, fermentierte Zwiebeln, Gurken, Paprika, Tomaten, Dill und Petersilie in eine große Schüssel geben. Den Quinoa und dein Dressing dazugeben und gut vermengen. Jetzt nur noch abschmecken, Salz und Zitrone nach Belieben anpassen.